So, da sind wir und werden zwei Sachen machen heute. Erstmal hier an Mutters Geburtstag denken, ne? Mutters 30. Ja. Meine wird am Mittwoch 80. So. Und dann gucken wir zur Abwechslung auch mal auf den Chart, wenn es denn sein muss, vorneweg, damit ihr es nicht vergesst und vielleicht auch schon mal mitbeten könnt am frühen Morgen. Alle in diesem Seminar oder Webinar getroffenen Aussagen dienen ausschließlich der Information der Teilnehmer und sind keine Empfehlung oder Aufforderung, Börsengeschäfte jeglicher Art zu tätigen. Jegliche Geschäfte mit Aktien, Renten, Investmentfonds und insbesondere mit Derivaten und liegen im Risiko, das eingesetzte Kapital vollständig verlieren zu können. Oder sogar Kapital darüber hinaus besteht Nachschlussflicht, wenn das vorhandene Kapital nicht ausreicht. Die speziellen Risiken der jeweiligen Anlageform muss sich jeder Webinarteilnehmer oder Seminarteilnehmer selbst von einem Anlageberater individuell beraten lassen. Eine Haftung für eingetretene Verluste von Börsengeschäften, in der Teilnehmer auf Beispielaussagen des Seminars oder Webinars beruft, wird weder vom Dozenten noch vom Forex-Pro-System noch von deren Partnern oder Führungsgehilfen übernommen. Übrig gelten Lizenzbestimmungen und AGBs von Forex-Pro-Systemen. So, das war die Pflicht. Jetzt kümmern wir uns mal um die Kür und wir werden uns die nächsten Tage auch ausschließlich um die Kür kümmern und um Supportanfragen, die im Laufe des Tages hier aufschlagen, weil dafür sind die Webinare morgens da, um sowas auch zu erläutern, um DAX und DAO und Co. auseinander zu pflücken. Dafür haben wir unsere Nachmittagsveranstaltung. Wenn es jetzt ein bisschen lauter wird, ich trinke Kaffee. Es ist alkoholfrei, ohne Cognac. Ne? Man kann ja auch mal einen Tag normal beginnen. Mike, dafür, dass, wenn du jetzt abhaust, ist das schon ganz schön frech. Dafür, dass du eigentlich nachsitzen musst. Mach mal. Kannst dir die Aufzeichnung angucken. So lieb ich mir es, wenn die Leute sich so entschuldigen, wenn sie nicht kommen. Aber es ist auch nicht schlimm. Weil wir sagen ja immer, für bestimmte Sachen sind die Webinare morgens ja da. Was ist gestern passiert? Was könnte oder wird heute passieren? Und womit müssen wir heute rechnen? Punkt A. Sind wir im Moment, nehmen wir mal klassischen Blick da drauf. Übergeordnet in einem Abwärtstrend. Ist schon paradox, ne? Wie zwischendurch so ein Spike hier runter, hier hochschießt und der nachher wieder diese Linie holt. Rolando hat seine Analyse schon fertig und sagt Rücklauf bis 75. Weil Rolando macht nämlich morgens seine Hausaufgaben. So. Demnach könnte er sogar zurücklaufen bis an die 82. Wir sehen aber, andersrum, dass wir hier unten an der Kante sind. Rücklauf an die 75, aus meiner Sicht vollkommen richtig. Ob er danach weitergeht, werden wir sehen. Vor allen Dingen wird es überraschend sein,
ob der Junge noch weiter fällt oder ob das jetzt ein Abschluss war vor einer größeren Korrekturwelle. Wir haben am Dienstag, glaube ich, haben wir uns die Großwetterlage angeguckt. Mahlzeit Georg. Wenn du das nächste Mal keinen Entschuldigungszettel von deiner Mutti mitbringst, dann bleibst du draußen, wenn du zu spät kommst. Wir nehmen uns Bob, den Jung. Und genau hier haben wir die Kante, die er geschafft hat zu durchschießen, um aber auch direkt wieder zurückzulaufen. Und sich wieder oberhalb von diesen Tiefs bei 1,1750 sowas in diesem Bereich aufzuhalten. Wer sich erinnert, haben wir am Dienstag früh noch Bezug drauf genommen. Ja, man kann hier durchschießen. Die 1,1720 hat er nicht ganz geholt, hat bloß bis 27 gelangt. Ja, bis 1,1720 könnte er, sollte dann zurücklaufen und nur die 50 bestätigen, um dann weiter zu fallen. Dieses Szenario, wenn ich mir das jetzt hier so angucke, und das geht ihm schon seit dem 8.1., dass wir heute den 15. haben, also eine ganze Woche, wir haben bis zum Zinsentscheid noch eine Woche, würde ich mich nicht wundern, wenn wir genau in diesem Bereich jetzt auch eine Woche bleiben. Und nächste Woche Dienstag, Mittwoch, mit einem Spike nach unten nochmal rausschießen und dann eine Korrektur einleiten oder mit einem Spike nach oben schießen über die 1,1880. Alles, was hier oben ist, abräumen. Dazu werde ich am Wochenende im Blog was schreiben. Ja, ne? Alles abräumen, was sich da oben drüber befindet, um dann direkt weiter zu fallen. Danke, Sigi. Ich habe gerade darauf hingewiesen, dass wir Long-Alarm haben. Aber wir haben es auch 7.57 Uhr. Um 5 Minuten Chart haben wir jetzt mit dieser Kerze einen Trendbruch, dass wir jetzt einen Rücklauf nochmal bis hier runter haben könnten, bis zu 68. Und dann sollte der Long-Alarm eventuell sauber sein, aber wir richten uns gegen den Trend. Aber der Alarm ist da. Da drüber Long Order 71 oder Market, wenn man das jetzt ganz klein macht. Positionsgröße ganz klein, warum? Weil wir... Na, redet keiner mit mir? Muss ich alleine reden oder wenn? Sorry, wenn ich mal ein bisschen nachdenklich bin.
Wir haben es kurz vor 8 und wir richten uns gegen den Haupttrend. Aber es hat ja gestern Morgen auch geglückt. Also, Long Order. Ungefähr in diesem Bereich. Aber Uftbass, er kann bis zur 75 laufen. Da oben sofort aufpassen. So. Wenn er jetzt in dem 1 Minuten, und wir haben es 59 und 15 Sekunden, wenn er da jetzt ganz kurz durchgeht, den Stop sofort da drüber. Darauf habe ich jetzt gelauert, Stefan. Stefan hat vorher schon gelongt und hat seinen Stop schon break-even. Er hat wahrscheinlich hier unten irgendwo schon das Set abgenommen. Also, in dem Fall, jetzt haben wir es 8 Uhr, den Stop direkt da drunter. Dann ist man mit einem Risiko von 1,5 Punkten dabei, kann man eingehen. Da wir kein Risiko von 8 Punkten oder 7 Punkten haben, kann man das Spiel machen. Ziel 90. Wie wir gestern, wir gucken gleich mal, was gestern gelaufen ist, gucken uns das Theater von gestern gleich mal an. Und dann gucken wir uns mal an, was gestern überhaupt gelaufen ist. Die Performance werden wir am Wochenende veröffentlichen. Wir nehmen auch nur das, was während den Webinaren gelaufen ist. Das heißt, wir haben am Montag während dem Webinar und nur im Euro einen Trade mit 9 Punkten gemacht, einen mit 8 Punkten, dann einen mit 19. Kann man auch auf der Homepage nachvollziehen. Am Dienstag. Gestern Morgen minus 3,5 und danach 12 plus. Und jetzt kommt heute noch dazu. DAX und Co. werden wir ausgrenzen. Weil die Jungs das Ergebnis verwaschen könnten. Für die Jungs, die im DAX unterwegs sind, die sollten sich heute Nachmittag irgendwie die ganze Zeit oder sollten sich mal auf ufbass.de umgucken. Wir haben gesagt, wir wollen in diesem Bereich 9.970, 9.980, 10.000 wollen wir shorten. Ich gehe mal davon aus, dass er hier nochmal durchspiked. Und wenn er diesen Spike hier nach oben Richtung 10, wenn er den durch hat, werde ich mir einen Short-Einstieg suchen. Mehr dazu in den Nachmittags-Webinaren. Stop da drunter. Einundsiebzig sieben zu achtundsechzig fünf. Wir nehmen uns die Zeit. Stop liegt ja da, wo er hingehört. Wir haben ein neues Hoch, damit gehört er auch unter dieses Tief. Wir gucken uns mal ganz kurz die 5 Minuten an. Damit gehört der Stop auch unter diese Kerze. Wir haben hier die Bewegung, hier
Könnte er die Korrektur einleiten, darunter lassen sich die anderen einstoppen. Das heißt, dann müssen wir auch raus. Heißt, der Stop liegt bei 68,5, sowas genau richtig. Weil entweder gibt er jetzt Gas und zieht nochmal durch bis hier hoch, bis in den 87er, 90er Bereich, was sich hier wieder deckt. Oder er klatscht ab und dann müssen wir raus mit den 2,5 Punkten. Stefan ist böse. Stefan ist ausgestiegen, er hat schon 5 Punkte. Im übergeordneten Chart sieht das Bild nämlich genauso bescheiden aus. Zwischen 1,1870 und 1,1750, so in dieser Range ist er momentan gefangen. Und selbst die Ausbrüche haben Schlusskurse immer da oben drüber gebracht. Aus dieser Range muss er mit Schmackes raus, bevor er wieder normale, vernünftige Prognosen machen kann. Die Position dürfte raus sein bei den Jungs, die dabei sind, richtig? Ja, geht heute mal ein bisschen ruhiger zu. Ich habe statt Cognac heute Valium genommen. Aber die 2 Punkte oder 2,5 Punkte, die kann man ja auch verkraften. Das ist ja gar nicht schlimm. Ja, das Problem ist, dass meine Kopie nicht funktioniert und ich per TeamViewer hier noch auf einem anderen Rechner bin. Das ist mir ganz schön schwer für so ein Friesenhirn. Zu reden, zu lesen, Mails nebenbei zu beantworten, Fragen zu beantworten und Position zu managen. Und das noch auf einem fremden Rechner, auf einem anderen Rechner. Der Hannes hat mir gestern noch eine Mail geschickt. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, wenn ich die hier jetzt irgendwie, wenn ich die Zeit jetzt hier nutze, um die Fragen zu beantworten. Nehmen wir Frage 1. Und zwar, jetzt nehmen wir mal den Chart wieder. Und zwar Frage 1. Du hast gestern im Webinar kurz den Supertrend erwähnt. Dazu ein paar Fragen. Welche Bedeutung hat der Indikator und worauf basiert er? Also, der Supertrend sind diese Linien hier, die hier drinnen sind. Und dieser misst die Vola der letzten 14 Kerzen, deswegen die 14, und mit einem ATR-Faktor in der durchschnittlichen Kerzenvola mal 3,9. Und daraus ergibt sich diese Linie, die kann ich einfügen als Stop
Oder ich kann sie auch als Taktik einfügen. Als Taktik haben wir die hier im Seminar eingefügt, Schätzelein, und haben auch erklärt. Ich kann das Ding aber hier als Stop definieren, was aber dann ein zeitbasierter Stop ist, heißt, das Ding reagiert erst dann, wenn der Schlusskurs unterhalb von dieser Linie ist, würde er die Position schließen. Und er muss in diesem Chartfenster laufen, in dem wir auch handeln. Und die Werte da oben sind nicht drei Werte, 14, 3 und 9, sondern sind 14 und 3,9. Da ist ein Punkt dazwischen. 14 und 3,9. Ich müsste jetzt lügen und gucken, aber ich glaube, bei uns auf der Homepage ist sogar ein Filmchen dazu. Und der Bitrail ausgeschaltet, das weiß ich gar nicht. Schaltet der Bitrail-Stop aus? Ich schalte den immer erst recht. Ich schalte den ja immer erst ein, den Supertrend. Ich benutze den Supertrend auch immer erst dann, wenn ich im Gewinn bin, also wenn ich einen Stop manuell in Gewinn ziehen kann. Eher schalte ich den gar nicht ein. Und morgen kannst du bitte mal ein paar Worte zum kommissionsbasierten Handel sagen, Vor- und Nachteile, für wen lohnt es sich? Lohnt tut es sich für den Broker. Das ist erst einmal, das steht ja auch ganz oben, ne? Wir müssen ja Arbeitsplätze halten, ne? Kann nicht sein, dass auch immer 40 Leute arbeitslos sind, wenn bloß wir nicht mehr handeln. Nein, Quatsch. Okay, kurzer Unterschied. Für die Anfänger, die sollten spreadbasiert handeln. Es gibt ja spreadbasiert und commission-based Modell. Spread-basiert heißt, wir haben einen Spread, ein Einstiegsspread von 0,8 und dieser Spread von 0,8 ist aber bei 3 gedeckelt. Heißt, egal was passiert, egal welche News kommen, wir werden in diesem Modell nie einen größeren Spread als 3 Punkte haben oder sehen. Dafür haben wir ein Durchschnittsspread von 1,4, 1,5. Heißt, auf 100.000 Dollar gesehen, auf einen Kontrakt mit 100.000 Dollar zahle ich eine Gebühr von 14 Dollar. Weil 1,4 Punkte Durchschnittsspread sind wir bei einer Gebühr von 14 Dollar. Bei 1,5 Durchschnitt sind wir bei 15 Dollar. Punkt A. Dann kommen wir zu Commission-Based. Commission-Based heißt, wir haben Spread von 0,1, 0,2, 0,3. Durchschnittsspread von 0,2 Punkten. Zahlen aber auf 100.000 Dollar, also auf einen 100.000 Dollar Kontrakt, zahlen wir eine Commission, deswegen Commission-based. Eine Kommission von 4 Dollar rein und 4 Dollar raus. Das sind 8 Dollar. Plus ein Durchschnittsspread von 0,2 auf 100.000, sind wir bei 2 Dollar. Das heißt, wir haben hier eine Gebühr von 10 Dollar gegenüber 14 Dollar im Spread basiert. Aber, und jetzt kommt das große Aber, die Deckelung bei 3 Punkten, die fällt weg. Die haben wir in dem Fall nicht mehr. Das heißt, wir werden das ja nächste Woche sehen. Weil ich werde die Leute, wir haben wahrscheinlich nächste Woche Mittwoch ein komplettes Nametas-Webinar und werden versuchen, die News zu handeln, soweit wie es geht. Und zwar den Zinsentscheid, die Rede von Draghi. Weil da geht hier richtig die Post ab. Und wir werden nachmittags die News handeln. Und wir müssen mal sehen, wie wir das regeln, dass die Jungs, die nicht für das ganze Quartal angemeldet sind, ob die eventuell, von der eventuellen Weg finden, wie die
auch dabei sein können. Vielleicht hat der eine oder andere ja eine Idee. Wir werden auf jeden Fall den ganzen Nachmittag handeln von 13.15 Uhr ungefähr bis 16.30 Uhr, so dreieinhalb Stunden werden wir nachmittags handeln und mal gucken, ob wir das vielleicht gegen ein geringes Entgelt irgendwie, was ich sagen, wie 5 Euro oder so, dass die Leute irgendwie dabei sein können. Guten Morgen, Heiko! Bisschen spät aufgestanden heute, oder? Oder hat Paula dich nicht aus dem Bett gelassen? Also, die Vorteile sind, dass wir bei einem Commission-Based von den Gebühren günstiger sind, aber wir sind auch mit einem größeren Risiko unterwegs, weil wir die Deckelung bei 3 Punkten weglassen. Georg ist wieder long, hat er zwischendurch geschrieben mir. War vielleicht auch mein Fehler, den Stop auf 1,1768,5 oder 6 zu legen, sollen wir sagen, mal abrunden, habe ich vergessen, sorry. Wie kann ich die einschalten? In welchem Chart sind sie zu sehen und wie kann ich sie einschalten? Okay, machen wir sofort. Stop für die, die wieder long sind. So ein Rotzlöffel wie Georg. Den Stop bitte hier drunter auf die 67. Abrunden auf die 67. Sicherheit kostet Geld, richtig. Nee, für CFD ist das eine... CFD sind eine ganz andere Nummer. Die werden ja ganz anders behandelt. Das gilt nur im Spotmarkt. Aber du hast recht, Sicherheit kostet Geld, Sigi, ne? Wie sagte mein Automechaniker mal, da hatte ich mir gerade einen 7er BMW gekauft, so eine Kiste mit, weiß gar nicht, mit 380 PS. Und war dann immer baff erstaunt, wenn ich an die Tanke kam, weil die Karre, die hat irgendwie so einen Durchschnittsverbrauch von 18 Litern. Und dann sagte mein Werkstattfritze zu mir, es ist schon immer so gewesen, wer Dezo fährt, muss Zuschlag zahlen. Und genauso ist es hier. Sicherheit kostet Geld. Nee, das war nicht Sigi, das war Stefan. Das war nächste Woche Mittwoch. Warte. Bevor ich jetzt etwas Falsches sage, Friedrich könnte durchaus sein. Ich guck schnell nach, okay? Nicht erschrecken, die holen nur Müll. So. Gucken wir. Zinsentscheid ist Donnerstag, du hast recht. Am 22., wie komme ich denn auf den 21.? Du kannst im Spotmarkt selbstverständlich, kleiner Augenblick, komme ich gleich drauf, 13.45 Uhr ist Zinssatz der EZB. Warum haben wir den 21. immer so auf dem Deckel? Da sollte Draghi doch eine Rede reden, oder? Macht mich ganz unsicher hier. Wieso haben wir nach dem Zinsentscheid keine Pressekonferenz? Kümmern wir uns nächste Woche noch drum. Nächste Woche werden wir die Termine dann festlegen. Michael D. Michael D., mein Schätzelein, sehe ich auf jeder Messe. Auf den nächsten bringst du ein Bier mit. Auf jeder Veranstaltung, ja, fast jeder Veranstaltung.
Aber ist ja auch gut so. Bleiben wir auch in Erinnerung. Sie sind im Spot auch Minis zahlen. Du kannst dein Konto auf Minis einstellen. Dann handelst du jede Position mit Minis. Dann ist dein Konto voreingestellt auf Minilots. So wie wir das ja auch alle haben. Wir handeln alle mit Minilots. Und wenn ich einen Standardlot handeln will oder wenn ich meine drei Standardlots handeln will, dann gebe ich eben 30 ein. Dann gehe ich mit 30 Minis rein. Hat schon den Vorteil, dass ich meine Positionen viel kleiner splitten kann. So wie du es gerade sagst, eben mit 0,3, 0,4, 0,5. Dann gehe ich eben mit 4 oder mit 5 Minis rein. Unter dem ist es Quatsch. Mikros brauche ich nicht drüber nachdenken, wenn ich Geld verdienen will. Rolando ist auch Rotzlöffel. Entschuldigung, dass ich dich vergaß. Du bist immer in einem anderen Chatfenster, deswegen lese ich das immer etwas später. Rolando ist auch Rotzlöffel, auch Long. Wenn ich Geld verdienen will, brauche ich mit Mikros gar nicht anfangen. Das ist Quatsch, dann kann ich im Paper rumspielen. Das ist so schön was für die Anfänge. Ich kann mir noch an Zeiten erinnern, wo ich auch mit Mädchen gespielt habe und die haben sich nicht ausgezogen. So ist das hier auch. Hier spielt man eben ein bisschen rum, aber ist eben nicht ernst. Früher haben wir auch immer gesagt, ne? Jetzt hat sie das ein bisschen geändert. Wir haben, Christoph hat mir gestern einen Bericht vorgelesen, wir haben die ersten Tankstellen in Deutschland, wo der Diesel unter einem Euro kostet. Jan, du gehst mit 1000 Kontrakten rein, das wären 10 Standard-Lots. Wenn du dein Konto auf Mikros gestellt hast. Was nützt das, wenn man super fährt? Hab ich neulich gesehen. Da stand ein Bofe im Gewand am Straßenrand mit seiner Karre. Tankdeckel auf und hat in den Tank gepinkelt. Ich weiß nicht, welchen Glauben er hatte, aber er stand da, Tankdeckel auf und hat da rein gepinkelt. Er hat angehalten und gesagt, kann ich irgendwie helfen? Sagt er, nee. Und er hat gesehen, dass er da reinpinkelt. Da sage ich, Mensch, mein Freund, das ist doch nicht normal. Da hat er gesagt, nee, das ist super. Hier wird nicht viel passieren heute. Die ganze Geschichte wird sich eventuell langsam da hochschaukeln. Wir gucken uns das Spiel gleich mal an, im 5-Minuten-Chart, im übergeordneten Chart. Und dann werden wir sehen, ja, mache ich. Ich vergesse dich nicht, Raimund. Thorsten, bist du, hau den Supertrend, das machen wir gleich hier zusammen. Thorsten, bist du am Samstag in Dresden, wollen wir uns treffen? Ich bin in Dresden, auf dem Börsentag. Also wer noch
irgendwie ein Heiermann im Sparstrumpf hat, den er loswerden will, der kann gerne zum bösen Tag kommen. Da ich als Gast da bin und meine Frau zurückfährt, bin ich für einen Weizen immer zu haben. Ich bin Gast, wir haben keinen Stand, ich werde ab und zu mal bei BR am Stand sein. Ansonsten, wer muss nur darum kümmern, was auf dieser Messe die chancenlosen Mitbewerber machen? Aber ich werde irgendwann späten Vormittag dort auftauchen und späteren Nachmittag werde ich mich wieder verkrümeln. Zwischen 4 und 5 bin ich wieder weg. Meine Mobilnummer, meine Handynummer dürfte bekannt sein. Die kann man dann dafür nutzen. Gast bei WH, ja. Also wenn überhaupt, dann bin ich jetzt vielleicht noch Gast bei WH. Das dauert nicht mehr lange, dann ist WH bei uns Gast. Ich verrate noch nicht wer, aber wir werden der eine gute Mann ist in Ungarn auf der Jagd. Der gute Mann hat eine Versicherungsagentur, das habe ich schon mal gelesen. Da waren die Jungs von der Versicherung auch in Ungarn auf der Jagd. Ich glaube, das war die Hamburg-Mannheimer, ne? Die dann in Ungarn auf der Jagd waren. Wir werden in den nächsten Tagen, wahrscheinlich in der nächsten Woche, werden wir unser 500. Mitglied begrüßen. Wir haben gedacht, wir schaffen das noch bis zum 31.12. Haben wir aber nicht. Und ich habe das gestern Nachmittag schon mal gesagt, wir haben jetzt das 664. Webinar. Wir werden uns langsam, wir gehen mit Riesenschritten in der Sommerzeit, im Juni oder so, auf das 750. zu. Wenn jemand Ideen dazu hat, wir würden da gerne ein geiles Event draus machen. Wenn jemand da geile Ideen zu hat, herzlich willkommen. Wir werden da was richtig Geiles draus machen. Sein, ich bin da gerade unterwegs, dann machen wir, ja, genau, machen wir in Ungarn. Gehen wir in Ungarn auf die Jagd. Oder Trederwoche in Thailand. Manfred C., du bist ein Ferkel. Du kannst gleich mit dem Günther nach Ungarn. Bernfried, dann weiß ich auch, warum du auf die Idee kommst. Die ist mit Sicherheit nicht auf deinem Mist gewachsen. Die ist mit Sicherheit von dem Dicken. Da gibt mir nicht viel zu tun, den kann man ja auch ein bisschen, ne? Wir, den Supertrend, den finden wir, Raimund, für dich. Ob Indikator Sentimento einfügen, Express, stimmt nicht, Standard. Und da haben wir den Supertrend. Und den blenden wir in den Masterchart entweder als Sentimento ein, dann haben wir ihn nur zum Gucken. Oder wir fügen ihn gleich als Stop ein und dann Reinhold, sorry. Dann, wenn wir ihn als Stop einfügen, dann fungiert er auch als Stop. Also entweder als Sentimentor oder als Stop. Ich füge jetzt als Sentimentor ein, nur zu zeigen, wie das Ding da drin ist. So, jetzt haben wir hier die Linien, sind jetzt ein bisschen dünn, aber ich mache den jetzt mal ein bisschen dicker. Das mache ich aber auch nur,
Hier? Nur bei Linien, die mache ich dicker. Bei den Frauen halte ich mich da zurück. So, und jetzt sehen wir, wie er mit den Standardwerten 10 und 3, das heißt, er misst die letzten 10 Kerzen und nimmt eine dreifache Wohler. Tja, Entschuldigung. Danke. Wir sehen, dass er genau von hier unten unter dem Tief anfängt zu laufen und jetzt begleitet er praktisch diesen Trade. Wenn ich das Ding jetzt als Stop eingefügt habe, dann würde er in dem Fall, wo der Kurs die Linie mit dem Schlusskurs da unten verletzt, mit dem Schlusskurs wohlgemerkt, würde er wechseln, würde die Linie oben drüber packen, so wie hier. Wer sich hier in dem Bereich irgendwo einen Short-Einstieg gesucht hat, bei 17,81 hätte das Ding laufen lassen bis 17,67. Dort ist er wieder kaputt gegangen. Und so wie die Jungs, die vorhin hier unten bei 17,65 long gegangen sind, die haben die Position immer noch drinne und könnten die jetzt ganz entspannt laufen lassen. Dazu gibt es aber auch noch Alternativen und Erweiterungen, die wir aber dann in den Seminaren hier erklären. So, so viel dazu. Stop würde ich immer noch da liegen lassen, weil, das haben wir nicht gemacht, wir haben uns den Wirtschaftskalender heute gar nicht angeguckt. Das ist alles durch. Die Inder sind schon durch. Und bei uns passiert heute nicht allzu viel, außer heute Nachmittag wieder bei den Amis. 14:30, 16 Uhr. Da könnte endlich ein bisschen Bewegung reinkommen. Nee, ist nichts für Weicheier. Das glaube ich, komm so mit weichen Eiern zurück. Sie sind für den Supertrend nicht lizenziert. Nochmal. Wir gehen da oben drauf. Indikator einfügen. Standard. Standard. Ne? Und dann gehen wir runter auf den Supertrend. In den Mastercard einblenden. Denn als Sentimento. Und dann haben wir ihn drinne. Da ist er nur wieder dünn. Den kriegt jeder rein. Ist ein Standardindikator. Wenn wir da drauf gehen, auf Express und dann runter scrollen und uns den Supertrend als Taktik oder den Supertrend Taktik LS, dann könnte es sein, dass der nicht lizenziert ist. Den kann man auch als Taktik einfügen, aber dann muss er erst als Sentimento in den Mastercard eingefügt werden. Meine ich. Ich gucke mal. Es sei denn, du wolltest den Supertrend
aus dem Expressordner Supertrend-Taktik LS, dass du den nehmen wolltest, dann könnte es sein, dass du nicht lizenziert bist. Dann müssen wir das mal ändern, da du ja schon mal Seminar- und Trainerwoche gemacht hast. Weil da gibt es diesen Supertrend als Taktik, den wir für uns umprogrammiert haben, in der Regel als Indikator mit dazu. Dann müssen wir das Ding mal bei dir einpflegen. Aber das nützt ja auch nur was für bei Leuten, die auch Euro pro handeln. Das nützt ja nichts, dass wir das bei Leuten reinpacken, die woanders rumturnen, in fremden Charts, in Futures und sich auf andere Handelstaktiken konzentrieren. Ne, Bernfried? Okay. Bis hier oben hin haben wir jetzt Luft. Und über den Supertrend als Taktik denke ich nochmal drüber nach. Gehen wir am Dienstag mal drauf ein. Okay? Das glaube ich nicht, Manfred. Bernfried. Den Supertrend als Taktik bitte mal am Dienstag früh im Webinar nochmal daran erinnern. Ich lasse mir über das Wochenende irgendwas einfallen, was wir da machen können, okay? Da finden wir einen Weg. Wie heißt es immer schön, wo ein Wille ist, ist auch ein Gebüsch. Ja, die Jungs, die den DAX handeln wollen oder so, die müssten bitte, also ich nehme am liebsten die Parameter im Supertrend 14 und 4, damit starte ich und je weiter er fortschreitet, gehe ich nachher in der Regel auf die Parameter 10 und 2,6. Dazu würde ich aber ein Filmchen drehen und in die Mediathek hochladen, wenn wir dann soweit sind. Wer sich auf den DAX konzentrieren will und im DAX irgendwas machen will und dazu mehr wissen will, muss ufbas.de im Blick behalten, weil dort werden wir die Trades die ganze Zeit begleiten, wenn wir einen passenden Einstieg finden. Ich werde wahrscheinlich nicht einsteigen, bevor er nicht einen Spike über die 10 gemacht hat. Er sollte auf jeden Fall mal kurz da hochschießen und wieder zurückkommen. In diesem Fall werde ich mir eine Short-Position da reinpacken mit dem Ziel 9200 oder 9000. Die werde ich relativ schnell absichern. Immer im Gewinn absichern, den TP weit weg. Das hat nichts mit DAX Pro und nichts mit Euro Pro zu tun. Das hat was damit zu tun, dass wir Geld verdienen wollen. Ich bin ziemlich fest nach den Analysen, die ich gemacht habe, ziemlich fest davon überzeugt, dass er den Durchbruch durch die 10 nicht nachhaltig schafft. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wenn wir das mit zwei DAXen machen, im 10er Bereich shorten und den Stop über die 10.1 ziehen oder ziehen müssen, haben wir trotzdem noch einen CRV von 10:1, aber wir haben 1000 Punkte vor der Nase. Wenn wir das mit zwei DAXen machen, sind das auch 2000 Euro. Aber ich glaube, die Runde nach unten ist noch überfällig. Und die Jungs, die hier gelongt haben, bitte jetzt den Stop endlich auf die 73 ziehen. Und die Parameter für den Supertrend machen wir dann, wenn wir auch den Supertrend einfügen. Und das machen wir dann mal gemeinsam. Ich habe vorhin gerade noch eine Mail gekriegt zum Group Trading. Ich habe die Jungs, die sich alle zum Group Trading hier gemeldet haben oder so, vermerkt. Wir haben dafür einen extra Ordner angelegt, da oben raus. Ne? Schön da oben im 90er Bereich mit 13, 14 Punkten, 15 Punkten raus.
Ne? Ihr Rotzlöffel, Rolando, Georg, weiß nicht, Stefan, weiß ich nicht, ob er wieder oder noch dabei ist. Genau. Ich habe einen extra Ordner angelegt. Die sich dafür registriert haben, die kriegen von uns eine Einladung zugeschickt und die müssen sich dann bitte mit der E-Mail-Adresse, oder ich werde dann die Einladung mit der E-Mail-Adresse versenden. Und in dem Konto fürs Group Training werden wir auch dann so eine DAX-Position und so da reinkopieren mit Kleineinheiten, nur damit ihr seht, was wir an Stops und Limits drinne haben, was wir handeln. Dann kann man das im Group Trading auch nachvollziehen. Diese Testphase wird sich bis Ende Februar, vielleicht auch bis Ende März hinziehen. Und dann, wenn die Testphase durch ist, wir merken, dass wir mit dem Anmeldeprozedere, mit allem drum und dran sauber dabei sind, dann wird das, wenn wir es kostenpflichtig machen, weil dann fallen auch für uns nicht unerhebliche Kosten an. So, jetzt machen wir noch eine kurze Umfrage, weil der Stefan ist wieder dabei, der Rolando ja sowieso und Georg, der Rotzlöffel, ist auch wieder unterwegs und der Robert ist raus. Mit 18 Punkten ist es auch eine schöne Nummer. Wer das Ding laufen lässt, kann das bis hier oben. Wir sind bei der 90, bei 88 oder so. Sollte man drüber nachdenken, ob er da eventuell drehen könnte. Rolando ist auch mit 9 Punkten raus. Und der Jens ist seit 70 long. Hat die Position von hier unten noch gehalten wahrscheinlich. So, wir werden jetzt mal noch die Umfrage machen, wer wie, wo, was heute hier gemacht hat. Scheißwetter. Danke. Ja. Und jetzt wenn wir die Umfrage noch machen, wer seine Position im Gewinn abgesichert hat, der kann die Frage bitte auch dementsprechend beantworten. Das habe ich gestern vergessen. Die haben wir dafür nachmittags gemacht. Und ihr könnt mich ruhig morgens mal daran erinnern, die Umfrage auch zu machen, damit wir dann auch entsprechende Ergebnisse haben. Bitte. So, und jetzt macht mal bitte eure Kreuzchen. Damit wir wissen, wo die Ergebnisse landen. Hau rein, Günther. Rolando kann kein Kreuz machen. Wieso kannst du kein Kreuz machen? Na, mach einen Punkt. Und den Kurs nicht aus dem Auge verlieren. Wir waren schon bei 86, bei 88 sollte man drüber nachdenken. Jetzt auf jeden Fall den Stop hinterher. Stop jetzt irgendwo auf die 80. Bitte jeder nur ein Kreuz, selbstverständlich nur ein Kreuz. Geht ja gar nicht anders. Aber danke für den Tipp, Georg. Okay. Ergebnis, 58% haben nicht mitgehandelt, warum auch immer. 6% sind plus minus null. 29% von denen, die
Dann übrig bleiben 29% vorne und 6% im Verlust, okay? So, jetzt den Stop hier drunter auf den 80er Bereich. Stefan ist wieder mit 8 raus. Damit dürftest du ein Tagesziel haben, Stefan, ne? Das will ich sehen. Schick mal ein paar Chartbilder. Bernfried. So, 7, 8 Punkte ist ja auch eine gute Idee. Schick mal ein paar Chartbilder, Bernfried, dann gucken wir uns das Spiel mal an. Okay, Umkehrformation. Deswegen wird der Stefan wahrscheinlich auch seinen Stop da drunter gezogen haben. Wir handeln nicht gegen die 5-Minuten-Kerze. Also lassen wir das Spiel jetzt. Wir müssen damit rechnen, dass er jetzt genau bis hier runter wieder zurückläuft. Die Punkte müssen wir nicht wieder abgeben. Ich sage, ihr sollt einfach mal ein paar Chartbilder schicken von dem, was ihr da macht, Bernfried. Wie ihr habt diskutiert. Frank, auf welcher Plattform? Reden wir nachher drüber. Kannst bitte ab 10... Kannst du, hey, wir wollten ja sowieso reden, kannst bitte nach 10, kannst du dich bitte melden, dann können wir nachher ein paar Worte wechseln. Also, wir hauen jetzt ab, wir werden jetzt in, weil für die, die, jetzt dabei sind oder die am Wochenende ja nicht dabei sind, am Nachmittag nicht dabei sind. Sagen wir schon mal schönes Wochenende und wir sehen uns am Dienstag Frühjahr in alter Frische wieder. Ne? In diesem Sinne hauen wir jetzt ab. Bis heute Nachmittag, dann geht's weiter. Die, die noch dabei sind, die hier nicht unter der 5-Minuten-Kerze ausgestiegen sind, die hier weitermachen wollen und ihren Stop hier drunter liegen haben, bei der 80 vielleicht auch knapp da drunter, sollten vielleicht ihren Take Profit auch ein Stück weiter wegziehen, weil den kann man dann schon mal auf die 18,05 legen. Erste harte Bremse an der 18 glatt und dann nächste 18,05. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag, schönes Wochenende, genießt es. Jeder behält die Finger unter seiner Bettdecke, dann passiert auch nichts Böses. Ne? Bis Dienstag früh. Tschüss, tschüss und moin, moin.